Willkommen zurück zum Pokémon DLC, der Schatz von Zone 0. Wir waren ja letztes Mal in dieser Stadt angekommen, haben Hana und Joe oder Yo oder wie auch immer er heißt, ihren kleinen Bruder kennengelernt. Und diese nette Dame haben wir natürlich auch kennengelernt. Und jetzt werden wir uns heute ein bisschen in der Stadt umschauen und uns gleich nochmal, genau, hier drüben zum Gefährtenplatz begeben, den wir hier sehen können. Sollen wir da ein Foto knipsen? Mit ihrem kleinen Bruder. Ja, das ist sie sogar. Ich habe keinen Plan, wie du heißt, aber ist auch egal. Lass uns gehen, Schlaftablette. Was sagt er dazu? Auf gute Zusammenarbeit, Hana. Okay, bei denen läuft auf jeden Fall. Wunderbar. Das hier ist Midoriya. Unser Dörfchen ist bekannt für seine Äpfel und die schöne Natur. Oh yeah. Ich habe übrigens in der letzten Folge gesagt, dass wir hier in Gen 6 wären. Das war natürlich falsch. Einal ist natürlich Gen 5. Da habe ich mich verplappert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. Lalala, okay. Haben alle ein ganz normales Leben. Oh, und hier kommen wir gar nicht lang, oder? Kommen wir hier lang? Da lang. Nein, nicht mit dem Vulpix reden. Vulpix ist mir doch egal. Hier, mit dem. Da lang geht's hoch zum Kitakami-Kulturzentrum. Es ist fast schon ein Bergfall, also gib alles. Ja, da gehe ich jetzt nicht lang, weil sollen wir eigentlich noch gar nicht lang gehen. Deshalb ignoriere ich das erstmal. Oh, hier ist ein LTM. Amnesie. Ja, Amnesie, weil ich mich in diesem Ort nicht auskenne. Ich bin Quapsitz Bauchansee, wird mir ganz schwindelig. Quapsitz ist doch wunderbar. Ich mag Quapsitz. Ist ein sehr tolles Pokémon. Sehr cute. Sehr super. Was machen die denn beiden da? Aber für die alte Vorbereitung fürs Fest. Wir hinken leider mit der Lieferung der Verkaufsartikel bis hinterher. Ein Fest? Hier wird zu Hause fleißig immer gebratene Nudeln zubereitet. Wären die nicht so lecker, würden sie mir sicher schon zu den Ohren raushängen. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, mein Bester. Ich möchte lieber gebratene Nudeln. Ich will Splittereis. Aha. So schwül. Ja, wir laufen auf jeden Fall gerade. Es ist sehr warm. Wo sind Senora Onea und Senior Billy nur hin? Sie wollten an einen Ort, von dem man aus dem man wunderschöne ländliche Felder überblicken kann. So ist das gemeint. Okay. Aber wo sind da? Wo sind die? Wo in aller Welt soll das sein? Oh, hey! Hä? Was zum. Das ist ja ein Hisui Fukano aus der Vergangenheit. Wie hast du das denn? Wer bist du? Der Kamera. Erinnert mich ein bisschen an Gen 6, die erste Räderleiterin. Ah, ich hab dich gar nicht bemerkt. Und du bist? Moment, lass mich erraten. Du bist Teil dieser Schülergruppe, die für die Exkursion aus Paldea gekommen ist. Wo wussten sie das? Das hier ist ein kleines Dorf. Da kommt einem so einiges zu Ohren. Ich bin Gemma, eine Reisende mit einem kleinen Fable für Kameras. Und das ist mein Partner Fukano. Schau dir doch mal das süße Horn auf seinem Kopf an. Hallo. Da kommt jetzt etwas. Kommt jetzt aber plötzlich, aber darf ich ein Foto von dir machen? Ich bin jetzt zwar kein Topmodel, aber okay. Warum nicht? Hey Kleine, die Zustimmung kam mir aber etwas zu schnell. Man darf Fremden nicht so leicht vertrauen. Naja, das Foto mache ich trotzdem. Tschüss. Da ist irgendwie was Besonderes an dir. Mein Interesse ist geweckt. Ich werde eine Weile hier im Dorf mein Lager aufschlagen. Sprich doch wieder an, wenn du all deine Aufgaben erledigt hast. Zum Beispiel, wenn du, sagen wir, 150 Pokémon auf dem Kitakami-Podex gefangen hast, hm? Wow, was? Okay. Ich glaube, die ist eine Anspielung an, wie hieß der? Der Typ, Diamant. Der Diamant darstellen sollte im, Pokémon Legends Game. Man kann dreimal rauszoomen jetzt? Auf jeden Fall, ich glaube, das ist eine Anspielung. Oder vielleicht ist er sogar ein Nachfahrer oder so davon. Ich freue mich auf das Fest. Also hier wird bald ein Fest kommen. Bin ich mal gespannt, wann das denn der Fall sein wird. Wo sollen wir eigentlich lang? Sollen wir da nach links lang oder nach oben? Nach links, okay. Ich gucke mich nur mal ein bisschen um. Vielleicht sind ja auch irgendwelche coolen Eye-Traps noch. Oder sonst was. Ich habe gehört, diese beiden unruhestiftenden Schwester sind wieder zurück. Hä, was? Hana und Joe? Hanna und Joe gehen doch jetzt auf eine Akademie im Ausland, oder? Wie sind das jetzt hier?
Die sind jetzt hier. Bei uns, mit uns, was auch immer. Können wir da rein? Nee, da können wir nicht rein. Ach ja, und übrigens, wie immer, gibt es natürlich Timecodes, damit ihr durchskippen könnt. Apfelhügel. Da kriegt man gleich Hunger. Da ist noch eine TM. Oder ein seltenes Item. Reflektor, ja, okay, nichts Besonderes. Wait, hier ist noch ein Item. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Apfelhügel. Ach, das ist er hier. Süßer Apfel. Mit dem Apfel kann man, glaube ich, ein Pokémon entwickeln, oder? Finden wir hier etwa dieses Pokémon oder müssen wir das von Paldea mitnehmen? Ich meine, selten ist das jetzt nicht. Ich glaube, Knapfel ist damit gemeint. Ja, vielleicht könnte man Knapfel aber auch finden. Das können sich ja hier irgendwo tarnen. Die sehen prächtig aus. Ja, das sind schöne Äpfel. Manche liegen auf dem Boden. Schlampige Arbeit hier von euch. Was soll denn das? Eta. Ja, hier sind halt überall Pokémon, deshalb will ich aufpassen. Ich möchte jetzt nicht in ein random Level 60 Visor reinrennen. Das ist, glaube ich, verständlich. Nee, ich glaube, hier ist sonst nichts, oder? Halt hier und da ein paar Noobie-Items, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Hör, hier ist eine Hütte. Hier ist... Was ist das denn hier? Was? Ich glitsch ein bisschen durch, egal. Wir machen Posen, so, ne? Hey, wir haben eine neue Pose bekommen, ne? Wo Coolness-Pose hatten wir bekommen. Wo ist denn die? Was ist das? Yeah! Boah, lass ein Like dafür, diese heftige Pose. Ich weiß, übel sick. Schaufler! Boah, wie, von weit weg sieht das ja echt krass aus, oder? Hat was. Das hat was. Aber ich laufe jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Ich möchte mich jetzt hier nicht aufhalten. Was Besonderes gibt es hier sowieso nicht zu erkunden, zu sehen. Bist du ein Knapfel? Tatsache, hier ist ein Knapfel. Es leuchtet aber so grell. Ja, die kennen wir ja, diese Gegner. Aber ich glaube, ich habe das nur einmal, glaube ich, im Let's Play gezeigt gehabt, so ein Gegner, oder? Ich kämpfe halt nie gegen die. Ich kämpfe generell fast nie gegen irgendwelche Wilden. Oder Trainer. Man merkt, glaube ich, sehr, dass ich ein bisschen overlevelt bin. Ja. Oh, Mann. Wer macht ihn down? Komm. Unser großer Takokro, der macht ihn down. Guck mal, alles so dunkel. Ich muss mal ein bisschen umschauen hier. Ich möchte natürlich auch für die Leute, die sich in DLC nicht leisten können oder die sich nicht leisten wollen, natürlich so viel es geht, das zeigen, mich umschauen. Warum hat das jetzt so wenig Damage gemacht? Das ist ein bisschen wenig. Oh. Oder ist das schon down? Nee, jetzt ist das weg. Ah. Haha, stimmt trotzdem. Bam. Yay. Aber auf jeden Fall kann man hier Knapfel auch finden. Das war eigentlich das, was ich halt so ziemlich jetzt zeigen wollte. Dass man das Ding hier finden kann. Ich habe hier doch... Ja genau, hier habe ich was gesehen. Wenn es dunkel ist, sieht man sowas besser. Sonnentag. Ist auf jeden Fall gerade ein ziemlich warmer Sonnentag. Da hat das Spiel recht. Ja, ist ein bisschen langweilig hier. Ist eine große Farm, ne? Was soll ich da jetzt Großes zu sagen? Aber... Ich meine, wenn es denen ganz viel Geld bringt, wenn die so ihre ganzen Äpfel verkauft bekommen, dann ist doch gut. Käferbiss. Der Käfer beißt in den Apfel hinein und wird zu Knapfel? Fragezeichen. Eigentlich zoome ich lieber raus. So ganz weit raus. Ups. Wie gesagt, du bist klein. Wenn man ein bisschen größer, damit ich dich besser sehen kann und besser ausweichen kann. Die Musik ist ja anders, die Kampfmusik. Das ist mir aufgefallen. Na, ich mach mal so einen halben Zoom-Out. Süßer Apfel. So, sind wir angekommen? Hier geht es lang. Okay.
Shit sagt mir jetzt wahrscheinlich auch genau das, was ich nachher nachgeschaut habe. Gefährtenplatz voraus. Was? Mysterienfelder voraus. Ja, nee, ich gehe der Reihe nach. Aber hey, immerhin hat der DLC einen geraden Pfad und ist nicht hin und her. Wirrwarr. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn... Oh, saure Apfel diesmal. Wäre natürlich nicht schlimm, wenn das Main Game Wirrwarr ist. Wäre es halt, hätte es halt Level Scaling, dann wäre es nicht so schlimm. Hier ist es komplett egal, weil es ja linear ist. Smart Rotom Apps. Ich bin ein reisender Entwickler von Smart Rotom Apps. Ah, oh, du hast einen Smart Rotom. Ich kann dir gerade ein paar fesche Sachen installieren hier. Mit der Fist. Bam! Yay, was habe ich bekommen? Das Design des oberen und unteren Rahmens in den Apps ändert sich je nachdem, welche Handyhülle du für deinen Smart Rotom nutzt. Probier es doch mal mit verschiedenen Handyhüllen aus. Oha. Das ist wirklich schon was Tolles, nicht wahr? Ja, voll krass. Ein eigenes Handy-Theme. OMG. Was? Das sieht echt kuschelig aus mit dem Grün. I like it. Ich glaube, bei der Theke kann man das ändern, oder? Die hätte doch zumindest gemeint. Aber zu der Zeit hatten wir das noch nicht. Na gut. Hier haben wir eine schöne Tafel mit Pokémon, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das hier ist die erste Infotafel. Huch, habe ich dich aber erschreckt? Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Aber wir hatten ja abgemacht, dass wir uns hier, naja, treffen würden und so. Egal, wir sollen lesen, was hier geschrieben steht, ne? Hey, ja. Ich kenne die Geschichte schon, daher, lest du die so durch, nur zu. Okay. Hier steht geschrieben, dass nur Link, oh. Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein gar furchterregender Oni in Kitakami. Er hatte sein Lager auf dem Berg hinter dem Dorf aufgeschlagen und bedrohte jeden, der es wagte, diesen zu betreten. Eines Tages stürmte der Oni rasend vor Wut den Berg herab und griff das Dorf an. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals waren Just zu jener Zeit auch Boninu, Benesaru und Beatori zugegen. Das sind interessante Namen. Unter Einsatz ihres Lebens vertrieben die drei den Oni und drängten ihn auf den Berg zurück. Als Ausdruck ihrer Dankbarkeit tauften die Dorfbewohner die todesmutigen Recken auf den Namen die drei Gefährten. Sorgsam beschattete man ihre sterblichen Überreste und errichtete darauf zu ihren Ehren Statuen. Die Gefährtenstatuen stehen übrigens auf dem Platz dort hinten, wenn du sie dir ansehen möchtest. Falls du dir unter Oni nichts vorstellen kannst, das bedeutet in Kitakami so viel wie Ungeheuer. Aber, findest du nicht auch, dass der Oni aus der Legende irgendwie ziemlich cool wirkt? Ja, cool. Ist cool. Ja, gell? Wusste ich doch, dass du mich verstehst. Wie er es gleich mit mehreren Gegnern auf einmal aufgenommen hat, ist echt abgefahren. Aber ich schätze mal, die meisten Leute haben eher Angst vor dem Oni. Dabei sehe ich dafür gar keinen Grund. Weißt du, als ich noch klein war, bin ich ganz oft nachts allein auf den Berg gestiegen. Aber den Oni habe ich dabei nie gesehen. Dabei gab es umso öfter eine Standpauke von den Erwachsenen, wenn ich erwischt wurde. Wir sollen ein Foto von uns an der Infotafel machen, ne? Könntest du das übernehmen? Ich habe kein Handy. Ich bin zu jung dafür. Meine Eltern erlauben es mir nicht. Mies. Yeah! Und er so, yeah? Das sieht irre gut aus. Selbst im Fotografieren bist du der Hammer. Willst du auch mal? Sorry, so war das gar nicht gemeint. Aber nächstes Mal. Vielleicht? Um ehrlich zu sein, war ich nicht besonders scharf auf diese Exkursion. Aber weißt du, vielleicht ist das alles am Ende doch gar nicht so übel. Wenigstens kann ich hier im Dorf die Natur genießen und reden. Zumindest mit dir. Wenn du willst, könnten wir ein Picknick machen oder ein Sandwich essen oder so. Ach ja! Erwähne niemals Sandwich. Was ist das denn? Ein Monster? Ach, das ist kein Monster, das ist Koraidon, das ist kein Monster. Das ist Koraidon, der Silly Willy. Es heißt also Koraidon und lässt sich auf sich reiten? So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Und es kommt jedes Mal aus einem Ball, wenn es das Wort Sandwich hört? Oh ja! Hast du ein Sandwich oder nicht?
Wahnsinn, das ist das krasseste Pokémon, dem ich je begegnet bin. Du bist eben was Besonderes, Mike. Deshalb bist du auch so stark. Huh? Oh, wir sollten langsam weitermachen. Die nächste Infotafel steht auf dem Gelände des Kitakami-Kulturzentrums. Um dorthin zu kommen, musst du erst zurück ins Dorf, dann über die Brücke zum Schluss noch den Berg hoch. Geh schon mal vor, ich treffe dich dann dort. Also kein Sandwich? Ach ja. Armes Koraidon. Du hast schon so viele Shiny Sandwiches gefressen. Reicht doch jetzt langsam mal. Also als nächstes sollen wir... Ah, den rechten Weg lang gehen. Hier nach oben. Ich möchte aber noch ein bisschen hier am Gefährtenplatz umschauen. Was es so alles gibt. Nein, nicht mit dem Vulpix. Mit ihr. Das ist der Gefährtenplatz. Früher nannte man in diesem Ort Gefährtenpark. Aber das hat sich irgendwie geändert. Okay. Die Lore. Die Lore-Blatt. Und find Pause. Mir ist langweilig. Dann mach was. Also generell vom Aussehen her finde ich den DLC bisher ganz interessant. Hier stehen drei Statuen. Was ist jetzt so ändern? Hä? Abwärtsknopf? Kannst du Gesicht aus ändern? Okay. Als ob ich das allererste Mal das benutzen würde. Wie mache ich das aus? Kamera aus? Wie mache ich? Einfach A drücken? Ah, einfach A drücken. Die sehen cool aus, oder? Wie findet ihr am coolsten von den dreien? Oder zumindest von dem, was man bisher gesehen hat. Wir werden die drei auf jeden Fall nochmal treffen, aber psch, Spoiler. Die Gefährtenstatuen von langer Zeit retten diese tapferen Pokémon Midoriya vor dem Untergang. Sie vertrieben den Oni, der unser Dorf angegriffen hatte, doch verlor dabei ihr Leben. Unterhalb der Statuen wurden ihre sterblichen Überreste sorgsam beschattet. Warum war diese Tafel jetzt kürzer und informativer als diese andere große Tafel? Naja, egal. Was soll's. Der hat einen coolen Drip, der Dude. Dann entstehen die Gefährtenstatuen. Vor langer Zeit haben die drei Gefährten unser Dorf beschützt. Sie waren echte Helden. Das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen. Aber wann ist das denn passiert? Schon ewig lange her oder nicht so lange? Hm. Hat er noch was Neues? Hat er gerade so einen gelben Text? Hast du was Neues, Kumpel? Anpassen. Unverändert lassen. Okay. Hm. Na gut. Ja, genau wie auch in jedem Gebiet, wie überall, gibt es hier natürlich auch Raids. Aber man kann scheinbar... Weil ich will das mal kurz austesten. Wir sind ja jetzt hier in Einal, ne? Kitakami. Ich kann ja jetzt die Karte wechseln. Kann ich dann jetzt hier einfach irgendwo hinfliegen? Fliegen. Ja, tatsächlich, ich kann ja einfach wegfliegen, okay. Warum hatte man dann in der Hardcore-Source immer so viele Probleme, wenn das hier einfach easy peasy geht? Naja, was soll's. So, fliegen wir mal direkt zum Gemeindehaus, ist schneller. Wir müssen nicht nochmal uns die ganzen Äpfel anschauen. Die Hutus tragen uns dorthin. Und ja. Dann latschen wir mal in diese Richtung. Das hier ist jetzt der Pfad des Tanzes. Gibt's hier Bluebella? Also bei dem Namen würde ich jetzt Bluebella erwarten, wenn ich ehrlich bin. Hä? Stadtkinder. Ja, wie gesagt, ich kämpfe jetzt nicht gegen die ganzen Leute. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber es wäre halt zu langweilig. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich möchte mir kurz ein bisschen anschauen, was hier alles spawnt. Das ist vielleicht auch interessant für euch. Falls ihr ein Team bauen wollt mit alten Pokémon only. Ich bin eigentlich jemand, ich würde lieber ein Team bauen mit New Pokémon only, aber... Ich suche ein Pokémon. Ja, ein Kampf wahrscheinlich. Da bin ich nicht die richtige Person. Die Musik ist echt chillig. Oha, Scaraborn. Also Scarbon ist ja normalerweise jetzt eigentlich schon ein relativ selteneres Pokémon, zumindest in den früheren Gens. Ich mag aber, wie es aussieht hier. Und dass es natürlich fliegt.
Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Da oben latscht zwar eins, aber das hier fliegt, das finde ich cool. Ich glaube, ist das nicht sogar so, dass generell mehrere schlechte Animationen geändert wurden? Zum Beispiel von Tornupto, das keine Feuerdinger hat. Und da wie es latscht, die Arme sind raus. Oder Xarxos einfach nur rumfliegt, das jetzt hoffentlich steht. Und schau mal, was wir hier haben. Tentagra. Ist eigentlich relativ selten. Aber hier spawnt es einfach so. Echt cool. Okay, aber ich will jetzt nicht in den Kampf kommen. Einfach nur weg. Einfach nur weg. Okay, ist das hier mal ein neues Gebiet, wenn man da durchgeht? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Oh. Da kommt noch einiges auf uns zu. Na okay, so viel jetzt auch nicht. Ist doch ein bisschen kleiner als erwartet, tatsächlich. Map wirkte so groß, aber nee. So riesig wird der DLC, zumindest der erste jetzt hier noch nicht. Beim zweiten wissen wir ja schon, das wird eine große Glaskuppel. Hat man schon in vielen Trailern gesehen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Das wird dann wahrscheinlich auch übersichtlicher. Das hier wird ganz nett. Ist das eine Pause? Stühle sind mein Hobby. Was? Oh, was war der? Ich baue in meiner Freizeit Stühle. Welche Art von Stühlen gut wären für Picknick? Welche Tisch? Was? Was? Ich soll jetzt einen Tisch zeigen? Tischtuch. Ah, bei dir gibt es ja ganz andere Designs. Ich versuche mal anhand des Designs, wie gesagt, etwas zu kreieren. Flink gesägt ist halb gezimmert an die Arbeit. Wow. Das ist vom Hocker, was? Als Dank für die Inspiration schenke ich dir diesen Prototypen. Bitteschön. Handgefertigte Stuhlsets. Aha. Das Tischtuch in die Finger kriegst, denk doch an mich und zeig es mir, ja? Was? Okay. Interessant. Was hat die andere Frau noch irgendwas gehabt? Ich glaube nicht, aber ich will kurz nachchecken, nicht, dass ich was verpasse. Ah, oder Dude, sorry. Oh, der gibt einem ein bisschen Sachen. Ah. Ah, nee, brauch keine Pause. Bei mir läuft's alles super, alles Paletti. Wir sind angekommen. Willkommen beim Kitakami Kulturzentrum. Nicht mehr lange, dann beginnt das Maskenfest. Ach, hier oben ist das Fest. Wow. Wow. Hey, schaut mal. Das frühere Vulcano. Das finde ich super. Kitakami Kulturzentrum. Ja, also den Pokémon Legends habe ich natürlich auch Let's Played. Live. Könnt ihr also easy finden, falls euch das Spiel auch noch interessiert. Hier ist das Fest. Das ist ein kleiner als in den Trailern, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, wie sieht's bei dir aus? Oh, Hilfe, Jumpscare. Bin gleich fertig. Schaut euch mal die Masken an. Kann ich nicht ranzoomen? Nee. Beim Evoli? Ja, diese drei neuen Pokémon aus den Statuen. Pikachu und da unten rechts. Wer das wohl ist? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Oh, die neue Weiterentwicklung von Knapfe sehen wir hier. Sage ich dann mehr dazu, wenn wir es dann wirklich auch sehen. Ah, oh, Ballim, Ballim. Oder ist Klimpim? Nee, Klimpim war die Vorentwicklung. Wie anstrengend, das bringt uns hoffentlich viel Geld ein. Okay. Wenn ihr meint. Hahaha. Relaxus-Kategorie ist ein Pokémon in der Tagträumer-Kategorie. Meistens schläft es aber. Ja, Tagträumer. Schlafen am Tag. Das ist ziemlich die Bedeutung. Gern geschehen. Was für Muckis. Yeah. Vorbereitungen laufen. Wir haben ein lustiges Spiel vor. Kommt wieder, wenn das Maskenfest im Gange ist. Hä? Wann geht es denn los? Ich dachte, jetzt geht es los. Schauen wir noch nicht. Volle Atmosphäre. Hey! Willkommen beim Kitakami Kulturzentrum! Sieh dich in Ruhe um! Ich habe mich umgeschaut. Oder soll ich mich hier noch ein bisschen umschauen? Ah, hier ist noch so eine Tafel, die wir fotografieren müssen wahrscheinlich, oder? Ein weiteres Stück der Story. Die zweite Infotafel ist gar nicht so leicht zu finden, was? Oh, oh, so sorry, so langsam könntest du aber wissen, dass ich früher oder später wieder aufkreuze. Am besten liest du erstmal selber, was da drauf steht. Okay.
Der Odi besaß 4 sonderbare Masken, die herrlich funkelten. Je nachdem, welche Maske er trug, ergriff eine andere Kraft Besitz von der Keule, die der Odi schwang. Ha? Majoras Mask? Setzte er die grüne Maske auf, hauchte er welken Pflanzen neues Leben ein. Trug er die rote Maske, verwandelte er das Flämmchen einer Kerze in loderndes Feuer. Fiel seine Wahl auf die blaue Maske, konnte er dem Lauf eines Flusses Einhalt gebieten. Die graue Maske gestattete es ihm derweil, harte Felsen mühelos zu zermalmen. Ehe die 3 Gefährten fielen, gelang es ihnen, sich 3er Masken zu mächtigen und den Oni so nahezu seiner ganzen Kraft zu berauben. Also der Oni hatte 4 Masken, die ihm verschiedene Typen gegeben haben. Bei Grau wissen wir es doch, glaube ich, nicht. Aber bei anderen 3 ist offensichtlich. Aber 3 von denen wurden geklaut. Hat er vielleicht die graue oder hatte noch eine der anderen? Na, alles gelesen? Jupp. Also die von den 3 Gefährten geklauten Masken werden übrigens im Kulturzentrum aufbewahrt. Die Leute aus dem Dorf fürchten sich alle vor dem Oni, aber ich finde ihn toll. Er ist stark und cool. Außerdem juckt es ihn nicht, dass die Menschen ihn meiden. Ich bewundere ihn schon, seit ich klein bin. Ich wäre auch so gern cool wie der Oni. Aber selbst an der Akademie regelt irgendwie immer Hana alles für mich. Ich will stärker werden, für mich, damit ich mich selbst um meinen Kram kümmern kann. Nicht immer von anderen abhängig sein, weißt du? Und vielleicht kann ich mich dann sogar mit dem Oni anfreunden? Fast vergessen, wir müssen ja noch ein Foto machen. Machst du es bitte wieder, Maike? Jo, kein Ding. Say cheese! Yeah! Das sind tolle Fotos. Wow, an die ist echt eine Fotografin verloren gegangen. Fehlt nur noch die letzte Infotafel. Ach übrigens, der Weg da führt direkt auf den Oniyama. Du weißt schon, der Berg, auf dem der Geschichte nach der Oni leben soll. Wenn du magst, könnten wir seinem Zuhause einen Besuch abstatten. Es wird die Schreckenshöhle genannt. Ja, unbedingt, klar. Vielleicht können wir es sogar fangen. Oh, das freut mich. Ich find's mega, dass du dich auch so für den Oni interessierst. Wenn du dem Weg da folgst, kommst du zum Inferno-Pass. Kurz davor stehen Schilder, die dir den Weg zur Schreckenshöhle weisen. Diesmal gehe ich aber vor. Ich treffe dich dann oben, okay? Sei vorsichtig. Sei du vorsichtig. Er müsste auf jeden Fall vorsichtiger sein als ich. Blom! Okay. Zur Schreckenshöhle sollen wir also als nächstes gelangen. Papatapam. Na gut. Weiß noch nicht, wie ich die Folgen alle unterteile, aber machen wir das mal. Hier sind einfach nur Treppen. Oder wo sollen wir lang? Lass mal kurz sehen. Wir sollen... Achso, direkt einfach nur hier geradeaus lang. Okay. Weil das war hier ein kurz neues Gebiet. Oniyama. Okay. Alles sehr japanisch natürlich. Also, glaube ich zumindest, ist japanisch ist alles. Haben wir eine kleine Tandemaus. Oder Zwiebs, wie auch immer. Finde ich sehr lustig, wie die zusammen so rumspringen, rumhopsen. Finde ich süß. Primova. Und normales Fukano. Kanto-Fukano. Fukanto, haha. Ja, also die Pokémon-Auswahl hier, not bad. Not bad auf jeden Fall. Schauen sie mir alle nur mal kurz ein bisschen an. Feuerzahn. Hier sind auch viele Items. Generell viel zu erkunden. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich gegen einen Tandemaus renne, weil das so klein ist. Okay, wir sollen wahrscheinlich hier lang, oder? Boah, ich sehe das jetzt hier. Mit den Felsen. Wie hießen die? Stalaktiten oder so? Stalagmiten? So, daran erinnere mich. Rachen des Oni. Was? Bin ich hier falsch? Nee, bin eigentlich richtig. Ich muss hier weiter lang. Immer weiter. Können wir uns schön die Pokémon alle anschauen? Das Carpador. Das war gerade am Struggeln. Das arme kleine Ding.
armes kleines Kaper oder so schwächlich und unnütz. Hä? Luftschnitt, FM. Ja. Hier wird es auf jeden Fall noch viel zu sehen geben, denke ich. An diesem Oniyama-Berg. Vor allem auch dann beim nächsten Mal. Wenn wir dann uns oben in die Schreckenshöhle begeben. Oh Gott. Da kriege ich die Büchse voll. Hier kann ich hochklettern. An so ein Ding. Jetzt muss ich noch einen kleinen Babylöwe in der Hand haben. Und sie so rüberhalten. Ah. Oha. Sollen wir da vielleicht hoch? Ich weiß es nicht. Oh, ich fliege. Hilfe. Unsichtbar. Naja, okay. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde.